Der Berliner SC empfängt den BSV Eintracht Malsdorf. Halbfinale im Berlin-Pokal. Und da geht es heute für beide Verbandsligisten um den Finaleinzug und um den ganz großen Coup. Doch eins steht schon vor Anpfiff fest. Heute geht es nicht nur um Fußball, sondern wie schon im Viertelfinale auch um Damatan Kamara. Der verstorbene Stürmer des Berliner SC ist auch heute bei den Gastgebern Teil der Mannschaft. Zum Aufwärmen tragen sie alle das T-Shirt mit der Nummer 9 von Dummy. Das Finale soll her, gemeinsam als Mannschaft für Dummy. Nun aber zum Spiel. Und ich kann Ihnen versprechen, dieses Spiel hat alles, was einen geilen Pokalabend ausmacht. Malsdorf in Schwarz von rechts nach links und nach wenigen Sekunden direkt gefährlich. Scheffler legt am Strafraumzug auf Kohlmann. Pfosten! Der Kapitän hätte die Gäste hier fast in Führung gebracht. Richtig knappes Ding. Nächste Aktion wieder für die Gäste. Bilacic bringt den Ball rein und Kretschmer geht zu Boden. Wilde Proteste, der Pfiff bleibt nämlich aus. Wir schauen uns das nochmal genauer an. Kretschmer fällt zwar merkwürdig, wird aber von Peitz am Fuß getroffen. Für mich klarer Elfmeter. Die Gastgeber noch ohne wirkliche Chance, dann muss eben mal ein Standard her. Ecke von links. Doch Yesil Tepel verpasst am langen Pfosten. Da fehlte dem Innenverteidiger nicht viel. Damit geht's in die Pause. Das Spiel zur Halbzeit umkämpft und auf Augenhöhe. Vom BSC muss fürs Finale allerdings noch mehr kommen. Noch 0:0. Und es kommt mehr. Querschläger von Borchardt im eigenen Strafraum. Der landet bei Can Okay. 1:0. Führung für den BSC. Der 25-jährige Angreifer kam erst die Saison zu den Gelb-Schwarzen und erzielt kurz nach der Pause den ersten Treffer des Tages. Riesenfreude natürlich bei den Hausherren. Aber die Freude währt nur kurz. Ecke von rechts und da steht Möller genau richtig, köpft ein. Nur 5 Minuten nach dem Rückstand erzielt Alexander Möller sein erstes Tor in dieser Pokalrunde. Das 1:1. So macht Mölli, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, das Spiel wieder völlig offen. Das Spiel jetzt hitziger, was die nächste Aktion zeigt. Der Freistoß kann geklärt werden. Kommt aber wieder. Der Schiri pfeift, alles gut. Aber dann gehen die Lichter bei Möller kurz mal auf Rot. Schubst Buschei zu Boden. Der fällt natürlich ein wenig theatralisch. Und was macht Schiedsrichter Gisela? Der zeigt nur Gelb. Für mich trotz ein wenig Schauspiel zu wenig. Der Berliner SC kurz vor Schluss offensiver und will noch das Tor machen. Dadurch aber auch wie hier Räume zum Konter für Malsdorf. Scheffler auf dem Weg, doch BSC-Keeper Mika geht rabiat dazwischen. Beide tun sich dabei ein wenig weh, können aber in der Verlängerung weitermachen. Denn dahin geht es nach dieser Aktion. Nach 90 Minuten steht es 1:1. Und die Hausherren scheinen noch ein wenig frischer zu sein. Buschei setzt sich klasse durch und hat das Auge für Can Okay. Doppelpack für den Berliner Jung, der schon mal für die zweite von Union Berlin in der Regionalliga auflief. 2:1 geht der BSC damit wieder in Führung und geht damit mit großen Schritten Richtung Finale. BSC nun mit neuer Kraft. Freistoß von rechts. Flanke. Latte! Der eingewechselte Ruguli trifft nur die Querlatte, auch wenn der wohl eher als Flanke gedacht war. Das wäre fast die Vorentscheidung gewesen. Aber ich habe Ihnen ja einen echten Pokalabend versprochen. Und was gehört dann noch dazu? Das erneute Comeback. Bilacic's Flanke wird abgewehrt, landet aber bei Antunovic. Der nimmt das Ding Volley. Was ein Tor. Und so ein wichtiges obendrein. Bereits sein 7. Treffer im laufenden Wettbewerb. Der 28-Jährige stellt das Spiel in der 107. Minute wieder auf Anfang. Und so geht es mit 2:2 in die Halbzeit der Verlängerung. Der BSC sammelt sich nochmal, mobilisiert die letzten Kräfte.
Das scheint geholfen zu haben. Wir befinden uns bereits in der 120. Minute. Der Ball kommt irgendwie zu Can Okay. Der legt rüber auf Emre Demir. Und der macht das Ding. Ja, Wahnsinn. Mit der allerletzten Aktion gelingt dem BSC hier noch der Siegtreffer. Ekstase pur. Nur noch wenige Sekunden trennen sie vom Finale. Denn danach ist Schluss. Grenzenloser Jubel bei Gelb-Schwarz. Der Berliner SC zieht ins Finale ein. Dort wartet mit dem BFC Dynamo keine leichte Aufgabe, aber diesem Team ist jetzt alles zuzutrauen. Denn diese Männer haben einen, für den sie spielen und für den sie den Pokal holen wollen. Und zwar machen sie das